So, herzlich willkommen zur Übersetzung vom Vortrag An Introduction into CubeSat Development. Wir haben hier gerade die Eröffnung und der Speaker fragt, ob jemand schon was in das All geschossen hat. Drei Leute haben es schon gemacht. Der nächste Vortrag gibt eine kleine Einführung in, wie man etwas ins Weltraum schießen kann. Und unser nächster Vortragende, er heißt Inko. Er hat erst in Brunswick studiert und hat ist dann nach Kiruna und hat dort Space Science studiert und hat dort CubeSat mitentwickelt. In der nächsten Stunde wird er etwas darüber erzählen und euch eine Einführung geben und ich hoffe, es wird euch eine Antwort geben auf die Frage, wie schwierig kann es sein? Begrüßen wir Inko mit An Introduction into CubeSat Development. Vielen Dank für die Einführung, du bist willkommen heißen. Wie gesagt, ich bin Kuna studiert und dort haben wir eine Space-Wissenschaften. Ich werde hier eine Einführung geben in dieses komplexe Thema, entsprechend das CubeSat. Was ist das CubeSat? Das CubeSat ist ein Pico- oder Nano-Satellit. Das Spezielle am CubeSat ist, dass drin, das ist nicht nur ein Sekundärpilot. Ich werde euch gleich erklären, was das ganz genau bedeutet. Das Interessante ist, dass sie eine kleine Hürde in die Satelliten-Science sind. Das ist eine kleine Amateurversion von einem Satellit, also wie eine Amateur-Radiosatellit. Aber die meisten von denen folgen keinen Standards, also wie sie die auf großen Echten machen. Es ist eine Miniaturisierung von einem Satellit. Es war also möglich, diese zusammen, also kleiner zu machen, zusammen zu schrumpfen. CubeSat wurde entwickelt für Studierende, dass sie verstehen können und lernen, wie das funktioniert, ohne dass sie ein ganzes Satellitenprojekt mitverfolgen müssen. CubeSats haben aber nicht nur in der Wissenschaft ihren Platz gefunden, aber auch in einem kommerziellen. Was ist in diesem CubeSat-Design wichtig? Was sind die Spezifikationen? Es definiert die Form und die Masse, aber es definiert auch, was es so einfach macht, um es zu transportieren. So zum Beispiel, im Allgemeinen sind diese Standards im CubeSat sind in offiziellen Dokumenten verfügbar. Wir können das herunterladen und das sind so die minimalen Bedingungen, wie man ein CubeSat bauen und losschicken kann. Mit diesen Standards hat man bestimmt was Gutes. Aber es gibt auch Ausnahmen, wir können das auch anders bauen. Man kann es zum Beispiel auch mit einem größeren Volumen bauen. Der CubeSat ist ein 10x10x10 cm großer Block. Also wenn man das... Es ist nicht richtig 10 cm. Es ist eigentlich 11,35 wegen den transformationsmetrischen Systemen. CubeSat hat eine minimale Hardness und damit es überhaupt diesen Transport im Weltall übertreiben kann. Es gibt verschiedene Formfaktoren. Das sind ganze Vielfache von einem Base One, also Base 1. Und da gibt es 1, 2, 3, Vierfache. Es gibt aber auch halbe Units. Der nächste Standard ist das CubeSat PCB Standard, Quasi Standard. Es hat einen speziellen Connector. Es hat ganz gewöhnliche Spannungen.
zum Beispiel 3,3 Volt Batterien etc. Das ist ein ziemlich großes Stück und einige Hersteller haben jetzt andere, also einige Hersteller haben jetzt proprietäre andere Formate gebaut mit. Wie man sieht, sind die Befestigungslöcher nicht symmetrisch, was ihr vielleicht ein bisschen auffällig findet. Deshalb muss man sehr aufbauen, wie man die festmacht. Diese PCBs sind dann festgemacht und die mechanische Fixierung ist gemacht mit einem Kontakt in den Ecken. Wie schießt man so einen Kühlersatz überhaupt los? Die sind in einem Pot-Dispenser angemacht. Ihr seht das hier auf dem Bild. Die werden im oberen Teil der Rakete festgemacht. Nach dem ersten nachdem das gestartet ist, werden dann die Pots geöffnet und der CubeSat geht raus. Hier sieht man diese Pots. Das Wichtigste ist, muss diesen CubeSat festhalten während des Starts. Auch wenn irgendwas kaputt geht, der CubeSat soll, der ganze Satellit soll nicht zerstört werden. Aber deshalb haben wir diese Pots. So, das ist, sobald es in diesen Pot reingemacht wird, ist das letzte Mal, dass wir den sehen. Es gibt auch Sicherheitsteile, aber grundsätzlich bringen wir es rein und sehen es nicht mehr. Hier in diesem Beispiel sehen wir drei von diesen. Die werden festgemacht an so einer Springfeder und wenn es dann der Moment da ist, dass es raus ist, wird diese Feder aktiviert und drückt unseren CubeSat aus diesem Pod. Ein paar Wörter über die Sicherheit dieses Launches. Wir haben hier Es gibt keinen Strom während dem Start. Die Batterien und die Solarzellen sind physikalisch separiert von der Elektronik während dem Start. Das bedeutet, es gibt keine Kommunikation nach der Integration und es gibt auch keine Radiofrequenzen, die da rausgehen. Und daher kann es auch den Hauptsatelliten nicht stören. Man darf auch nicht besonders hohe Energiedichte haben in einem diesen Cube-Satelliten. Es ist speziell wichtig, wenn man einen Container unter Druck haben will in diesem Satelliten, dann sind die Proportionen besonders wichtig innerhalb dieses Containers. Besonders wenn es um gefährliche Substanzen geht oder andere volatile Substanzen, die dann verdampfen und wieder kondensieren könnten auf im Rest der Rakete. Ich will kurz über die wichtigsten Komponenten eines CubeSats gehen. Die könnt ihr hier sehen. Die meisten sind ähnlich wie die großen Satelliten, sie sind einfach kleiner und haben eine engere Integration der Komponenten. Es gibt viele Interbeziehungen zwischen den Komponenten. Der Mechanismus dieser Struktur ist, dass es alles an seinem Ort halten muss. Und es ist wichtig, dass wenn man nicht will, dass der CubeSat kaputt geht während des Launches, dann muss man sicherstellen, dass man diesen Standard erfüllt. Es gibt Solarpanels, die man dann ausfahren kann später. Und was kann man verifizieren? Zum Beispiel kann man schauen, dass die Startvibrationen ausgehalten werden können, die sehr hoch werden können während des Startes. Und also wie findet man jetzt raus, welche Vibrationen die da involviert sind? Also jeder normale Satellitenlaunch-Hersteller hat ein Manual, das man runterladen kann.
und da stehen diese Sachen drin. Man muss also das Verhalten dieses Pods wissen, damit man seinen Satelliten dementsprechend dimensionieren kann. Und die spezifizieren ein gewisses Level an Vibration, das man aushalten muss, damit man nicht kaputt geht während des Starts. Und dieser Mechanismus, es ist erstaunlich einfach, dies zum Laufen zu bringen auf der Erde, aber sobald es dann um den Ernstfall geht, ist es dann doch ein anderes Ding. Nachdem es vom Start geschüttelt wurde und dann das Temperaturprofil durchlaufen wurde und dann die verschiedenen Teile sich ausgedehnt und wieder zusammengezogen haben, und dann möchte man seine Solarzelle ausfahren, dann stellt sich raus, dass die Toleranzen nicht mehr stimmen. Das nächste ist die thermalen Spezifikationen. Ist das All heiß oder kalt? Das kommt etwas drauf an. Aufgrund dieser kleinen Masse vom CubeSats können wir zu sehr hohen Temperaturunterschiede, also wir können vom Schatten der Erde bis mitten in die Sonne scheinen, also wir können von minus 25 Grad Celsius bis 40 Grad Celsius können wir die Oberflächentemperatur ändern über einen Umlauf. Was wir haben, ist ein Radiationsausgleich zwischen der Sonne und der reflektierten Strahlung von der Erde und auch der abgestrahlten Energie. Also der Satellit wird aufgeheizt und strahlt selbst. Und das führt zu einer Art Balance, also wie ein Budget zwischen dem Einkommen und Auskommen der Strahlung. So, was wir machen können, extern können wir auf dem Level unseres Satelliten, wir können die Absorption und die Emission verändern. Man kann sagen, wie die Farbe der Oberflächen kann man ändern. Das Problem ist, der große Anteil wird mit Solarzellen eigentlich eingenommen. Das heißt, wir können das nicht so einfach ändern. Was wir machen können ist, wenn wir ein ungleichmäßiges Aufheizen haben, also eine Seite immer zum heißen oder zum kalten Zeit, können wir einen sogenannten Barbecue-Mode benutzen. Das heißt, wir drehen unseren Satellit, wie wenn man etwas auf dem Grill immer dreht, damit es von allen Seiten gleichmäßig heiß wird. Intern haben wir sehr sensitive Komponenten. Deshalb möchten wir eigentlich sehr gut isolieren, damit die nicht von diesen Temperaturänderungen tangiert werden. Das heißt, wir möchten die Innenseiten gut isolieren, damit diese sensitiven Teile davon isoliert sind. Wir müssen aber auch sehen, dass da Wärme generiert wird innen drin. Das heißt, wir brauchen auch einen Wärmeabfluss von den internen Teilen nach außen. Wie kann man das verifizieren? Das Erste, was man machen kann, ist, wir denken darüber nach, wir haben unseren Satellit, das ist einfach nur eine Masse. Wir fragen uns, würde es einfach aufheizen oder würde es kühl werden? Was ist diese Strahlungsbalance? Das gibt uns eine erste Idee. Am Schluss benutzen wir ein Modell und versuchen das zu berechnen. Also wir versuchen diese Temperaturdistribution zu berechnen. Wir ziehen da rein diese Schatten, die Wärmeeinstrahlung und alles, was wir darüber wissen möchten. Und am Schluss zum Verifizieren benutzen wir einen sogenannten Thermalvakuumtest. Unsere Modelle haben eigentlich nicht viel mit unserer Realität zu tun. Also benutzen wir diesen Vakuumtest, weil sobald wir eine Konvektion haben, wird das die komplette Physik ändern. Deshalb machen wir das in einer Vakuumumgebung. Man könnte jetzt sagen, okay, das ist ein bisschen ein später Punkt, aber wenn wir jetzt ein größeres Problem haben, weil alles jetzt schon entwickelt ist, also müssen das eigentlich frühe Schritte in unserer Entwicklung, müssen wir wirklich unsere Strukturen testen auf diese thermischen Einflüsse.
Das nächste ist die Höhenmessung und Kontrolle. Das heißt, wir möchten wissen, wir möchten die Orientation unseres CubeSats wissen. Also in Abhängigkeit zum Beispiel der Sterne oder zum Beispiel, wie ist es ein Rahmen mit der Erde im Zentrum oder mit der Sonne im Zentrum. Das hängt davon ab, was wir untersuchen müssen. Für die Kontrolle müssen wir zum Beispiel gegen Radiationsdruck arbeiten. Wir haben magnetische Felder, also magnetischen Druck. Wenn wir unseren Satellit in seine Umlaufbahn gebracht haben, da sind immer noch magnetische Felder vorhanden, weil wir da zum Beispiel magnetisierte Materie drin sind oder einfach nur zum Stromfluss. Und das gibt eine magnetische Wechselwirkung mit dem magnetischen Feld der Erde und das gibt eine Störung. Wir haben auch einen unebenmäßigen Zug. Also wenn wir ein Sunpan haben, und wenn es wirklich ein großer Satellit wäre, hätten wir natürlich auch Gravitationseffekte, welche uns eine Störung eingeben würden. So, wie werden wir das nun messen oder terminieren? Das erste ist Einstrahlung. Wir benutzen die Einstrahlung der Sonne, also dieses Sonnenfluss auf unseren Sensoren und sagen, okay, wir haben einen Sensor auf allen Seiten von unserem Satellit und dann versuche ich zu sehen, von welcher Seite kommt die Sonne und wenn ich dann meinen Satellit drehe, kann ich sehen, von welcher Seite kommt der und wie ist der relativ zu mir gesetzt. Das funktioniert im sonnenzentrierten Raum. Oder wir benutzen das Magnetfeld der Erde. Das kennt jeder, der ein Smartphone hat. Mit dem Magnetfeld kann man bestimmen, in welche Richtung wir uns bewegen. Oder es gibt andere Sonnensensoren. Dort haben wir ein System, das ein kleiner Spalt von Licht auf unseren Sensor gibt und damit stemmen wir den Winkel des Lichts auf unseren Sensor. Oder es gibt Erden-Horizont-Sensoren, da versuchen wir die Erde zu detektieren oder wir suchen einen Referenzpunkt mit der Erde und dem Horizont und die höchste Klasse sind Sternkameras. Das sind Kameras, die gucken auf die Sterne und von dem Bild, das sie sehen, schauen die nach in einem Sternkatalog und sehen, welchen Katalog haben wir jetzt da gesehen. Also sie sehen das zum Beispiel mit Relativposition oder Helligkeiten. Und damit kriegt man ein sehr gutes und eine sehr präzise Determinierung des Orts. Warum möchten wir das überhaupt? Nach dem Abstoßen unseres Satelliten haben wir eine gewisse Bewegung. Unser Satellit hat zum Beispiel eine Kamera und möchte gucken auf die Erde, deshalb müssen wir den ausrichten. Wir haben auch Antennen, die möchten auch entsprechend ausgerichtet werden, zum Beispiel gegenüber der Oberfläche. Oder diese Antennen müssen so ausgerichtet sein, dass sie nicht falsche Signale kriegen. Oder auch wenn wir das aussenden möchten, können wir so unter Umständen nicht gesamte Pakete aussenden. Und die Antennen können im schlimmsten Fall auch noch verbiegen und geben uns auch so schlechte Signale. Es ist also ein bisschen schwarze Magie. Das letzte ist die Energiesammlung. Also wenn wir ein Solarpanel haben, dann möchten wir das richtig orientieren gegenüber der Sonne, damit wir das Maximum der Energie rausziehen können. Welche Probleme gibt es? Wenn wir darüber denken, über normale Bewegung, wenn ich irgendwas in eine Richtung drücke oder bewege, Newton sagt, wenn wir das anstoßen, dann wird sich das Wetter bewegen. Dasselbe funktioniert auch mit der Drehbewegung. Wenn ich ein Drehmoment gebe in eine Richtung, dreht sich das weiter. Wenn wir jetzt das physikalisch gucken, das heißt, physikalisch sind die Bewegungen in der Regel gekoppelt. Also das sind dann Matrizen und es gibt nur drei unterscheidbare Achsen, um die man sich bewegen kann, ohne ein Kuppeln. Und es gibt nur
Und nur da sind die Bewegungen stabil. Wenn wir da ein bisschen weggehen, ist diese Bewegung nicht mehr stabil und wir fahren raus. Das heißt, wenn wir einen Satellit möchten, der sich stabil bewegt, um eine gewisse Achse für eine unserer Messung, deshalb müssen wir darüber nachdenken, wie möchten wir die Masse verteilen in unserem Satellit, dass es am einfachsten ist, das zu kontrollieren mit dem Kontrollalgorithmus. Möglichkeiten, das zu machen, das zu verschmissen, ist zum Beispiel, der einfachste ist eine passive magnetische Stabilisierung. Da werden wir bewusst einen Magnet bewusst in unseren Satellit legen und der versucht sich dann auszurichten entlang des magnetischen Feldes. Es wird sich dann wie ein Pendel bewegen. Magnetic material in each direction, and inside these the movement is then dissipated. Of course, there are limits because I mean it's easy. So es gibt auch Limits von dem, weil der Magnet sich nicht. Limits sind, wir haben Interferenzen mit wenn wir da einen großen Magnet reinbauen, dann funktioniert das Ganze nicht mehr, es zu groß ist. Es ist nicht einfach, das zu ändern für eine fixierte Position. Das heißt, wenn ihr da wirklich einen Magnet hart reinbauen, dann können wir vielleicht unseren Satellit zu unserer Startposition ausrichten, aber es wird dann schwierig, das in eine andere Position retuschistieren. Es ist auch nicht sehr akkurat. Wir haben immer noch einen Freiheitsgrad, also es kann sich immer noch entlang einer Linie ausrichten. Und wir haben unter Umständen noch Abstoßungsprobleme, weil wenn wir zum Beispiel zwei von denen haben, wenn diese Satelliten, also wenn zum Beispiel zwei Satelliten rausgeschossen werden, dann könnte es sein, dass sie sich dann gegenseitig anziehen. Das nächste ist ein aktives Magnetkontrolle. Da benutzen wir Elektromagneten in diesem CubeSat. Also zum Beispiel wird das auf der Oberfläche benutzt oder das kann auch die werden in der Satellitstruktur eingebaut. Und indem wir jetzt nun den Strom kontrollieren über die Oberfläche unseres Satelliten, können wir es nun viel präziser und freier steuern. Also in Kombination mit der magnetischen Ortsbestimmung können wir das sehr einfach bestimmen. Das Problem ist, wir brauchen Energie und wir haben nicht viel Energie und wir haben immer noch einen Freiheitsgrad. Das heißt, wir können uns immer noch um die Linie des magnetischen Felds rumbewegen. Sogar genauer sind Reaction Wheels. Das sind Räder an einem Motor und damit kann man die Rotation ausgleichen. Und wenn man die anschaltet, dann kickt man einen Drehmoment in die andere Richtung. Das Problem ist, wenn man ein Störungsmoment hat, dann hat es immer einen gewissen Bias. Und darum muss man eine gewisse Gegenbewegung anlegen. Und man braucht also eine andere Art, um diese Rotation auszugleichen. Und wenn man zu einem sich bewegenden Flywheel die Energie aufhört zu geben, dann dreht das halt weiter. Das braucht allerdings auch wieder viel Strom. Noch etwas über die Kommunikation. Also es geht hier um Telemetriedaten. Wenn der Satellit nichts liefert, dann ist der Satellit kaputt. Und das erste, was ein Satellit macht, wenn er deployed wurde, ist, dass er einfach mal quasi ein Leuchtturmsignal aussendet, damit man sieht, ob der Satellit überhaupt funktioniert. Weil nach einem erfolgreichen Deployment hat man zuerst mal eine riesige Anzahl an Satelliten, muss zuerst identifizieren, welcher der eigene ist.
Und wenn der Satellit fehlgeschlagen hat, dann sieht man hier wenigstens, dass er nicht funktioniert. Es gibt ein paar Arten von Antennen. Die einfachste ist einfach Drähte, die man entlang den Gehäuse, den Gehäusekanten legt, und die kann man dann quasi aufklappen, wenn der Satellit deployed wurde. Diese Art von Antennen sind fast omnidirektional und die sind sehr gut für allgemeine Kommunikation. Es gibt auch gerichtete Antennen, das sind die unteren zwei Beispiele. Die sind dementsprechend auch größer. Und links hat es eine sogenannte Patch-Antenne. Und der Vorteil davon ist, dass sie sich nicht bewegt, dass man sie nicht aufklappen muss. Ein paar Worte über Frequenzen. Übliche Frequenzen für CubeSats sind 70 cm und 2 Meter Wellenlängen. Die haben eine mittleren Stromgebrauch, aber die Bandbreite davon ist relativ schmal, also man kann damit nicht besonders viel Daten übertragen. Und der Satellit ist auch nur ein Teil seines Orbits in Sichtweite der Ground Station. Und die Antennen für solche Frequenzen sind sehr groß. Also man möchte höhere Frequenzen benutzen, also zum Beispiel diese. Die kriegen dann Signalraten im Megabit-Bereich, was viel angenehmer ist, weil man mehr Daten übertragen kann. Und wenn man weniger Strom brauchen will und auch weniger Daten übertragen will, kann man ein breiteres Frequenzband benutzen und so ein bisschen Strom sparen. Ein paar Worte zum Protokoll. Also übliche Protokolle sind AX25, ein Amateurradio-Protokoll, wurde für viele CubeSats benutzt bisher. Wenn ihr ein Satelliten-Communication-Protokoll anschauen wollt, dann könnt ihr auch noch CCSDS anschauen, was auch ein übliches Protokoll für Satellitenkommunikation ist. Besonders wenn eine gute Verbindung nötig ist, dann scheint es ein gutes Protokoll zu sein. Es kann auch mit einem schwachen Signal umgehen. Ja, und etwas über die Richtlinien. Die Amateur-Radiofunker sind grundsätzlich, denen ist es grundsätzlich erlaubt, so etwas zu machen, aber man muss sich koordinieren mit den nötigen Behörden, damit die Frequenzen koordiniert sind, und es gibt gewisse Einschränkungen, abhängig von der legalen Situation, in der man ist. Grundsätzlich gibt es eine Ausnahme für Ground Station. Die dürfen allerdings nicht verschlüsselt sein. Also die Kommunikation muss im Klartext verfolgen. Und allerdings die Kommandos zum Satelliten dürfen verschlüsselt sein. Und wichtig ist auch, dass man einen schnellen und permanenten Übertragungs-Kill-Switch hat. Und wenn, also schnell bedeutet das, dass man unter Umständen auch mehrere Ground Station braucht, damit man innerhalb von einem halben Tag
den Satelliten ausschalten kann. Und stellt sicher, dass das permanent ist. Und wenn man nicht unter einer Amateurradiolizenz operiert, dann müsst ihr mit eurer lokalen Behörde absprechen und sicherstellen, dass ihr die nötigen Erlaubnisse einholt. Die Frequenzkoordination kann relativ lange dauern und auch bis man eine Frequenz zugewiesen kriegt. Das braucht etwas Zeit, da muss man es gut planen. Gut, elektrische Systeme, also die Stromkollektion quasi. Meistens werden da Triple Junction Solar Cells eingesetzt. Die haben relativ hohe Effizienz, offenbar um die 27%. Und dann hat man einen sogenannten Optimum PowerPoint Tracker, der gesammelte Strom zu maximieren versucht. Und der ist natürlich auch nicht 100% effizient. Ja, also man verliert ein bisschen Strom, aber es lohnt sich. Wenn man in der Nähe der Erde ist, kann man etwa 23 Watt pro Solarpanel kriegen, wenn es im rechten Winkel beleuchtet wird. Und denkt daran, es braucht unbedingt einen Ladestecker für Testen und wenn man ein CubeSat auf die Seite legen will. Wie kann man die Stromsammlung besser machen? Hier gibt es ein paar Vorschläge für andere Solarzellenanordnungen. Da kann man die Solarzellen so ausklappen quasi. Und der dritte Fall da hat gar keine Solarzellen, sondern der hat nur einen Akku. Die sogenannte Shadow Solar Cells können zu Problemen führen, wenn man nicht die richtigen Stromkreise hat. Also wenn man den Strom mal gesammelt hat, möchte man den auch irgendwie behalten, und üblicherweise werden da Lithiumbatterien eingesetzt. Die haben gewisse Temperaturanforderungen, die haben dann allerdings auch die nötigen Heizelemente dabei. Es geht quasi darum, wie kann der Satellit weiter funktionieren, auch wenn er nicht im Sonnenlicht ist. Man hat ja eine Payload, die man irgendwie operieren muss mit diesem Strom, und man benötigt einen gewissen Puffer für so kurze Aktivitäten, und wenn man mehr Strom braucht für kurze Zeiten, als die Solarzellen liefern. Wenn ein Telefon, da reichen 90 Minuten für eine Charge, und man muss einfach auf den Akku aufpassen. Es geht hier um EPS Verifizierung, also man muss den ganzen Stromkreis testen, so dass die ganzen Payload-Consumers quasi den Strom auch beziehen können vom Stromsystem. Häufig gibt es Probleme mit den Effizienzwerten, wenn man so ein Satelliten-Power-System kauft, muss man schauen, dass die Effizienzwerte auch wirklich stimmen.
Wenn wir uns einen Onboard-Computer angucken, da gibt es sehr kleine Mikrosysteme mit eingebauten CPUs, wie in zum Beispiel Smartphones. Also wie Computer, also das ist eigentlich dasselbe wie Smartphones, aber es gibt auch FPGAs in den Cube-Satelliten. Im Weltraum haben wir ein anderes Radiationsprofil, deshalb müssen wir eintrimmen. Also wir haben zum Beispiel ein sogenanntes Single-Event-Effekt. Das sind Bitflips und Memory Corruptions. Das wird nachher ein Problem geben mit unseren Programmen. Also es wird unsere Software zerstören, wenn wir da nicht aufpassen. Es gibt auch diesen Total Toast-Effekt. Das passiert nicht sofort, aber das wird immer größer über das ganze Leben unseres Satelliten. Also es erhöht die gesamte Energiekonsum, der ganze Energiekonsum von unserem Satelliten. Also das muss man unbedingt einrechnen, dass wir das für später mit einbeziehen. Was sind Ledge-Ups? Meistens haben wir das mit schweren Ionen, wenn die unseren Device treffen und die aktivieren dann unseren Transistor. Also wenn wir hier diese Struktur haben, das sind diese beiden Transistoren hier. Die sind eigentlich nicht geplant, dass die da sind, aber aufgrund der Struktur sind die da. Wenn wir jetzt dieses Teilchen haben, das hier reingeht, das wird eine Ladung generieren. Also die werden einen Kurzschluss auslösen. Und das ist offensichtlich nicht gut, das ist jetzt das ab und das ist schlecht für unser System. Also wenn wir einen scharfen Anstieg haben, unser Energiekonsum, dann müssen wir das resetten, weil das wird sich nicht von selbst ergeben, sondern wir müssen das noch einmal zu 6 setzen und wieder hochgehen. Wenn man einen besseren Kreislauf hat, dann gibt es isolierte Substrate, dann ist in diesem Fall das Problem eigentlich unterdrückt. Aber das hier ist eigentlich der Hauptgrund für Resets von unserem Satellit, weil unser Energiedetektor diesen Peak entdeckt. Also diese Ledge-Up-Protektoren sind oft eingebaut, wenn man das in den kommerziellen CubeSats anguckt. Andere Effekte von der Elektronik sind sogenannte Soldering Whiskers, das kommt vom Löten. Das ist, wenn man von Lötstellen so kleine Fäden zieht, die formen dann eine kleine Brücke zu anderen Potenzialen und das generiert dann einen Kurzschluss. Das ist problematisch, wenn man zum Beispiel bleifreies Löten benutzt. Und das ist der Grund, warum die Raumtechnik eigentlich das nicht macht. Das andere ist, wenn wir einen Stress wenn wir den Stress wegnehmen. Deshalb nehmen wir die Kabel von oben durch und nach unten. Das heißt, wenn die Vibrationen drauf kommen, ist der Lötpunkt nicht unter schwarzem Stress. Und wir müssen dran denken, umfangs der Konvektion. Das heißt, wie groß sind die Teile, also wie groß möchten wir das setzen, damit es dasselbe ist in der Vakuumsystem wie in einem Nicht-Vakuumsystem, also aufgrund der Wärmetransporteigenschaften. Ein paar Worte über das Programmieren. Ungeplante Resets müssen erwartet werden. Das heißt, wenn das Programm irgendwelche Probleme macht, muss das neu gestellt werden. Das heißt, wir müssen es so schreiben, dass das immer gespeichert ist. Ein Problem ist auch Zeitsynchronisation. Nach einem Reset weiß dein Satellit nicht mehr, was das für eine Zeit ist. Das heißt, je nachdem weiß er nicht mehr, was er tun muss, weil er den Zeitstempel nicht mehr hat. Ein Beispiel war, dass ein Satellit nicht mehr wusste, wo er ist, weil die Zeit fehlte, weil diese Sequenz dann eigentlich weg war. Wie bereits erwähnt, gibt es diese Bitflips. Das heißt, wenn der Code korrupt wird, das ist nicht integriert im Silikon, in den Silica von einem. Ne? Und wenn wir dann effektiv am agieren sind, müssen wir ein paar Kopien machen unseres Codes, damit wir immer eine funktionierende Version. Wenn wir das updaten möchten, haben wir immer ein Risiko, wenn wir hier so eine Langzeittransmission machen.
wenn wir verschiedene Softwares haben, verschiedene Codeblocks, und wenn das dann auseinanderfällt und es kann sein, dass wir dann selbst unseren Memory Space, also Memory, überschreiben. Wir machen Delta-Updates, anstatt ein Neuprogrammieren unserer ganzen Software, damit wir diese Risiken vermeiden können. Also ein paar verschiedene Sachen. Bewegungsbahnen, die werden in der Regel gegeben. Es gibt Firmen, die bauen diese CubeSats nur, um die Starts zu untersuchen. Ein paar Beispiele von Umlaufbahnen. Es gibt zum Beispiel den sogenannten LEO. Die haben eine kurze Lebenszeit und sind relativ günstig. Das startet ungefähr bei $60,000. Es wird ein bisschen teuer, das ist dann mehr mit der Sonne synchronisiert. Da starten wir bei $100,000. Da gibt es viele interessante Lichteinfallungseigenschaften. Und das dritte, nicht so häufig, sind die GTO. Das ist zum Beispiel, wenn man einen Satellit auf einen geostationären Satellit setzen möchte, also wenn man relativ weit rausgehen möchte. Aber es wird nicht so häufig gemacht. Was sind die Selektionskriterien für unsere Driver? Grundsätzlich geht, welche Energie brauchen wir für die Kommunikation mit unserem Satellit? Wichtig ist die Illumination, das heißt, es gibt verschiedene Vektoren zu der Sonne, wir haben verschiedene Zeiten in Schatten, verschiedene Zeiten in der Sonne. Also müssen wir das einrechnen für unsere Energiesammlung und für die thermischen Eigenschaften. Das hängt auch mit der Variation über das Jahr zusammen. Das nächste ist Strahlung. Wenn man die von allen Belts nicht studieren möchte, bleibt einfach raus. Die sind im mittleren Erdenabstand. Das letzte ist die Lebenszeit. Es gibt ein Lebenszeitlimit. Grundsätzlich hat jeder dieser CubeSat darf nur 25 Jahre da drin sein. Einfach nur zum Verhindern, dass wir zu viel Weltraummüll haben. Viele Starter verlangen das inzwischen, dass es eingehalten wird. Es gibt momentan Dinge in Entwicklung, die diese Lebenszeit reduzieren. Über den Sonnensynchronusumlauf. Wenn wir einfach nur einen ungestörten Umlauf hätten, dann hätten wir würden sich unser Satellit einfach drehen, immer gleich. Die Einstrahlung sehen wir jetzt hier auf dem Bild. Wir haben da Mittag und Mitternacht, wie es rübergeht. Und das ändert sich dann, wenn es weitergeht. Und wir sind immer parallel zur Sonne, also wir sind auf diesem Äquator hier. Wenn wir einen sonnensynchronisierten Umlauf haben, benutzen wir den Fakt, dass die Erde nicht eine perfekte Kugel ist, sondern dass es ein bisschen ausgebeult ist. Also das heißt, wir haben eine gewisse Maßverteilung und das generiert eine Kraft. Und wenn wir jetzt in den genauen richtigen Winkel gehen mit unserem Satellit, also der richtige Winkel zwischen dem Äquator und unserer Auslenkung, wird das so immer ausgerichtet, dass sich der Satellit immer mit der Sonne dreht. Wir sehen das hier auf dem Bild, egal wann im Jahr, ist diese Umlaufbahn immer stabil um die Erde, relativ gesehen zur Sonne. Hier würden wir zum Beispiel alles immer haben, eine Mitternacht-Mittagsdurchgang. Das heißt, eigentlich
immer haben wir einen Teil komplett in der Sonne, was vielleicht ein bisschen schlecht ist für die Wärmeeigenschaften, aber dafür sind wir immer im vollen Sonnenlicht. Etwas wie bei dem CubeSat-Transport. Natürlich möchte man das nicht nur bauen und stabil halten und in unserer Universität oder im Hackerspace. An irgendeinem Punkt möchten wir das transportieren. Natürlich möchten wir dann Feuchtigkeit ausschließen, Teilchenkontamination, mechanische Schocks. Aber wir müssen auch drüber nachdenken, über die ganze Transportkette. Zum Beispiel Lufttransport im Flugzeug zum Beispiel. Werdet ihr wahrscheinlich gefragt oder gebeten, es zu öffnen. Das ist ein bisschen schlecht, weil wir das ja eigentlich nicht möchten. Weil wir jetzt sehr viel eingesteckt haben, damit da keine Teilchen drin sind und keine Flüchtigkeit. Und wir kennen ein paar Fälle, wo die Leute ihre Satelliten öffnen mussten. Und das war natürlich der interessante Projekt. Nach dem Transport mussten wir natürlich nachgucken, ob es irgendwelche Schäden gibt. Wir können nicht mehr reingucken. Das heißt, es ist wichtig, darüber nachzudenken, wie kann man das überprüfen, dass da keine Schäden sind. Ich hoffe, ich konnte euch einen kleinen Einblick geben in diese Entwicklung und wichtigen Teil von diesem CubeSats. Wenn euch das interessiert, dann guckt am besten andere CubeSat-Projekte nach. Zum Beispiel von Universitäten, die schreiben Papers. Und es gibt sehr interessante Informationen darüber. Und Verifikation ist der wichtigste Punkt, darauf möchte ich nochmal erinnern. Und wir müssen es immer testen. Und wenn ihr irgendein Risiko eingeht, denkt immer daran, habt einen Plan B. Denkt darüber nach, wie könnt ihr das anders lösen, wie könnt ihr das testen, was gibt es für wissenschaftliche Wege. Das wäre das Ende meines Vortrags. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ich denke, wir können noch ein paar Fragen beantworten. Also, jetzt werden wir die Q&A machen. Und geht doch bitte zu dem Mikrofon, wenn ihr Fragen habt. Also einfach eine Schlange bilden hinter dem Mikrofon. Es war ein sehr interessanter Talk, by the way. Ah, noch was. Bitte verlass den Raum leise. Wir wollen ja die Fragen noch hören. Und es scheint einen riesigen Haufen Fragen zu geben. Das ist spannend. Also wir werden da drüben anfangen. Hi. Hallo, vielen Dank für den Vortrag. Ich habe von den Intel Edison Boards gehört und die wurden offenbar von CubeSats verwendet. Und gibt es auch Raspberry Pis oder Arduino-Klone, die in RAF geschossen wurden? Es kommt darauf an, wie man es baut. Es ist eigentlich mehr eine Frage, wie gut es funktionieren würde. Es ist die Strahlung ist ein Problem. Diese Boards sind nicht wirklich designed für dies. Also es gab sicher eine Mission, die ein Arduino-kompatibles Board benutzt hat, aber das wurde vor allem gemacht, damit andere Leute auch dafür programmieren konnten und nicht für andere offensichtliche Vorteile. Also diese Boards sind nicht unbedingt für diese Conditions gemacht. Ja, es kommt darauf an, diese Raspberry Pis zum Beispiel haben sicher Probleme mit diesen Soldering Whiskers, weil sie relativ billig hergestellt wurden. Und es gibt sogar kommerzielle Satelliten, die wegen diesen Soldering Whiskers fehlgeschlagen sind. Und die Art, wie der Arduino oder der Raspberry Pi gebaut wurde, ist vielleicht nicht ideal, um in einen Satelliten zu mounten. Gut, dann haben wir hier zwei andere Fragen von den Signalengeln.
Auf dem IRC fragen Sie gerade, ob es momentan Satelliten gibt im All, die gratis und frei sind, um zu benutzen. Es gibt tatsächlich ein paar Satelliten, die man nutzen kann, wenn man Amateurfunker ist. Es gibt ein paar Relay-Satelliten, die können vor allem Ton relayen auf eine andere Frequenz, aber es gibt auch andere Amateur-Radiosatelliten, die so eine Art Nachrichtenbox-Technologie verwenden, um Nachrichten weiterzuleiten. Aber da braucht man eine Amateurfunklizenz. Und die andere Frage ist von Handsome Pirate, und er fragt, ob du empfehlen würdest, einen radiation-hardened CPU zu verwenden. Das Problem ist, dass radiation-hardened CPUs sind sehr, sehr teuer. Es gibt kaum CubeSats, die so etwas verwenden. Also wenigstens der Konsensus unter den CubeSat-Bauern ist, dass man eher um das Radiation-Problem rum designen sollte, als solch teure Komponenten zu verwenden. Also es gibt günstige Prozessoren, wo man gewisse Fehlerraten aushalten kann, dann ist das vielleicht die bessere Methode. Gut, wir haben hier noch mehr Fragen auf der linken Seite. Ich habe einen Kommentar. Wenn man über den Orbit nachdenkt, dann muss man auch mit Latenz über die Latenz nachdenken. Bei gewissen Orbits ist die Geschwindigkeit des Lichts ungefähr deine Limit für die Kommunikation. Und das ist meine Erfahrung mit Geostationary Satellites. Meine Frage geht auch um Orbits. Bis zu welchem Orbit ist GPS noch verfügbar? Es gibt verschiedene Tricks, die verwendet werden. Es gibt GPS-Receivers, die man einfach kaufen kann. Und die haben Limits eingebaut, damit man keine Raketen bauen kann, die angriffig benutzt werden. Und bei Ballonen werden häufig andere Firmwares eingesetzt in diesen GPS-Chips, oder einen anderen Chip verwendet, der diese Requirements erfüllen kann. Es ist möglich, GPS zu verwenden, besonders für Low-Earth-Orbits. Aber sogar wenn man über den Satelliten ist, gibt es etwas, das verwendet wurde schon. Die Antennen versuchen, die ganze Erde zu erreichen, aber sie haben einen zu großen Konus. Und von daher kriegt man manchmal doch noch GPS-Empfang in höheren Orbits. Also es ist möglich, aber ich weiß gerade nicht, welche Komponenten man einfach so nehmen könnte für das. Das ist spannend. Und noch was? Kennst du das Outernet-Projekt? Es ist ein Projekt, wo man ein ganzes Internet bauen will mit CubeSats. Hast du schon mal davon gehört? Ich bin nicht ganz sicher. Ich habe mal davon von etwas Ähnlichem gehört, dass die wollten einfach normale Kommunikationssatelliten verwenden, um Informationen zu verteilen, aber ich glaube, das ist nicht das Gleiche. Ja, ich glaube, es ist das Gleiche. Sie wollen CubeSats verwenden. Ja, also wenn man Amateurfunkfrequenzen verwenden will, ist die Bandbreite halt sehr klein. Und man hat nur also ein 10-Minuten Kontaktfenster.
Also wenn man unbedingt einen Haufen Informationen verteilen will, dann muss man vielleicht mehrere Satelliten verwenden und auch die Übertragung von aber Übertragung auf Satelliten ist meistens etwas der teuersten Sachen stromweise und ja, und man braucht natürlich verschiedene Antennen, mit denen man tracken kann. Das kommt etwas darauf an, wie das Signal ist. Wenn es sehr robust ist, dann kann es und es sogar durch Störungen durchkommt, dann kann man vielleicht mit weniger Antennen durchkommen. Vielen Dank. Wir haben nicht beliebig viel Zeit, also wenn ihr lange Fragen habt, dann stellt sie doch später noch. Gibt es auf dieser Seite noch was? Ich wollte noch kurz fragen, ob du einen Tipp hast oder etwas, wo dass man gewisse Daten herkriegen könnte, die von diesen CubeSat-Projekten herkommen. Also wenn du einfach daran interessiert bist, wie man diese CubeSat, die Housekeeping-Data will, dann das FunCube-Projekt, das ich schon erwähnt habe, die laden alle Daten hoch, die sie sammeln. Das Problem mit den Daten, wenn man es holt, dann stellt es sich raus, dass wenn die keine Daten haben für einen gewissen Zeitrahmen, dann geben sie dir die gleichen Daten zurück wie vorher, einfach immer wieder wiederholt. Hier noch eine Frage. Also du hast gesagt, die Batterieentladung ist limitiert zu 20% der Kapazität. Gibt es andere Batterien, die besser dimensioniert sind für so etwas? Also natürlich gibt es verschiedene Batterien. Das Problem ist, dass CubeSats haben halt nur ein limitiertes Volumen und es ist sehr teuer, Gewicht ins All zu schießen. Also man hat ein ähnliches Problem wie im Smartphone. Also konvergieren sie beide so ungefähr zur gleichen Technologie, weil die Energiedichte halt möglichst hoch sein sollte. Bevor du die nächste Frage fragst, könnt ihr durch die Vordertür rausgehen, weil bei der hinteren Türe wollen Leute reinkommen. Okay, thanks, vielen Dank für diesen Talk. Wie manövriert man einen Satelliten in einen spezifischen Orbit und wie funktionieren Elektronen im Orbit? Also manchmal sieht man gerade bei erdbasierten Vakuum. Aber klar, wenn wir eine Weltraumanwendung haben, dann müssen wir einfach wegkommen von diesen Kapazitatoren. Die andere Sache in diesen In-Orbit-Manövern ist, sagen wir, wir kommen in eine, das heißt, wir brauchen mehr Masse. Wir brauchen mehr Masse und Energie, damit wir uns bewegen können, also ein Manöver durchführen können. Wenn wir nur ein kleines chemisches Antriebswerk hätten, aber es ist nicht erlaubt, gefährliche Teile zu haben oder starke Triebwerke, deshalb können die nicht benutzt werden. Es gibt jetzt einige Projekte, die das versuchen zu entwickeln, die zum Beispiel Ionen benutzen. Also das heißt, dass die Energie vom Satellit genommen wird, gesammelt wird und das so versucht wird zu lösen. Auch wenn das jetzt in die Applikation gebracht wird, die gesamte Änderung der Geschwindigkeit ist nicht so groß. Man kann vielleicht die Lebensdauer ein bisschen erhöhen, aber es ist sehr schwer, das wirklich zu verändern. Oder
das ist einfach auch zu teuer, das so zu machen. Also das heißt, momentan ist das nicht wirklich möglich. Es gibt diese Projekte, die momentan laufen. Vielleicht wird da was rauskommen, aber momentan gibt es da keine Komponente, welche du da benutzen könntest. Das heißt, normalerweise bist du eigentlich da fixiert. Und ja, normalerweise bleibst du genau im selben Orbit, wo du bist. Und natürlich hast du die ganzen Störungen und Influenzen, die du hast. Aber du bleibst grundsätzlich im gleichen Orbit. Leider haben wir keine Zeit mehr. Vielen Dank noch einmal an den Speaker. Ihr habt den Vortrag So You Want to Build a Satellite gehört.